Bevor wir weiterreden, nehme ich das erste Mal mit zu demjenigen, der sowohl das Arbeiten als auch das Soziale in seinem Ministerium zusammenbringen muss. Er ist der Bundesminister für Arbeit und Soziales von der SPD, Hubertus Heil. Applaus. Guten Abend, Herr Heil. Schön, dass Sie da sind. Herr Heil. Sind Sie ein Fan vom FC Bayern München? Nein. Freuen Sie sich, dass der Trainer jetzt dann doch gehen muss, Ende der Saison? Ich bin nicht zu Häme in der Lage. Sie sind nicht zu Häme in der Lage? Nein, ehrlich gesagt, das ist Sport und mir tut es leid für Menschen, die ihren Job verlieren an dieser Stelle. Nicht nur, weil ich Arbeitsminister bin, aber ich bin tatsächlich kein Bayern München-Fan, das stimmt. Okay, Sie wissen, Thomas... Kennen Sie Eintracht Braunschweig? Das ist Ihr Verein, ne? Meine Heimat. Ja, Thomas Tuchel ist der Trainer, der es nicht dann mehr sein soll. Und er wird entlassen wegen mangelndem Erfolg. Wenn man jetzt eine Regierungsmannschaft sehen würde, die auch keinen Erfolg hat und ein Deutschland, das auch nicht mehr in der Tabelle oben an der Spitze steht, was wechselt man aus? Den Trainer oder ein paar Spieler? Ich finde, das Bild hinkt in jeder Hinsicht, wenn ich das sagen darf. Bitte. Fußballvergleiche sind ja immer üblich im Sport. Wir reden ja über die ökonomische Lage auch an dieser Stelle. Und ich will vielleicht ergänzend auch sagen, zu der Debatte, die gerade geführt wurde, da fehlen mir ein paar analytische Ansätze. Ich bin gespannt. Ja, wir haben tatsächlich große Herausforderungen, ökonomisch gesprochen, was das Potenzialwachstum betrifft, sind das drei ganz konkrete Themen, an denen wir aber auch arbeiten. Das ist die Frage einer nachhaltigen und bezahlbaren Energieversorgung. Und wir haben ja Deutschland durch schwierige Zeiten gebracht. Wir hatten eine Abhängigkeit von 55% russischem Gas. Und wir sind jetzt dabei, die Erneuerbaren konsequenter auszubauen, als das die Vorgängerregierung getan hat. Das wäre jetzt die Energiepolitik, wäre unser Thema hier. Ja, aber es ist eine ökonomische Frage, wie bezahlbare Energie für unsere Industrie da ist zum Beispiel. Zweitens, durchaus das Thema Bürokratie und Planungsbeschleunigung. Ja. Ich sage es mal norddeutsch, Deutschland ist zu lahmarschig geworden. Das haben wir jetzt angegangen mit Bundländern zusammen. Und das wird sich auch auszahlen, was Infrastrukturprojekte betrifft. Mhm. Und drittens, mein Thema, Arbeits- und Fachkräftesicherung. Das darf nicht zur dauerhaften Wachstumsbremse werden. In all diesen Bereichen haben wir Fortschritte gemacht, zum Beispiel mit dem Einwanderungsgesetz. Ja. Also die Bundestagswahl ist nächstes Jahr. Und ich werbe dafür, dass wir in der Koalition unsere Pflicht und unsere Arbeit machen. Aber eins will ich noch sagen. Bei allen Herausforderungen, die wir haben, Deutschland als Krankenmann Europas darzustellen, in den Abgrund zu reden, wird es nicht besser machen und entspricht auch nicht den Tatsachen. Wir sind trotz aller Herausforderungen, Frau Maischberger, einer der stärksten Volkswirtschaften. Wir haben gerade Investitionen von amerikanischen Investoren beispielsweise im Rheinischen Revier, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Wir bauen Batteriezellenfabriken in Deutschland. Aber es gibt auch eben die Beispiele, wie wir es heute auch gesehen haben, in der Tagesschau übrigens, eines großen Unternehmers in Deutschland, der sagt, ich gehe. Vielleicht, noch hat er sich nicht entschieden, weil die Arbeit hier zwar okay ist, aber die Bürokratiekosten und so weiter. Und jetzt kommt ein Punkt. Wenn es so ist, wie dieser in diesem Bericht, der Jahreswirtschaftsbericht konstatiert, also es gibt dort eine Reihe über Jahre angestauter struktureller Herausforderungen, die zu bewältigen sind, muss man dazu sagen, die SPD regiert eigentlich seit 1998 im Bund mit. Mhm. 4 Jahre mal nicht. Mhm. Da war es eben Frau Merkel und Herr Westerwelle, aber sonst immer mit. Das heißt, im Prinzip sind Sie Teil des Problems. Ich glaube, erstens, wenn wir uns die Jahre sehen, das waren nicht alle schlechte Jahre. Es war nicht alles schlecht. Nein, es waren, wir haben bis zur Corona-Krise und zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine viele Jahre Wachstum erlebt übrigens in diesem Land. Und wir haben, das kann ich als Arbeitsminister feststellen, die Massenarbeitslosigkeit von vor 20 Jahren nicht mehr. Wir haben den höchsten Stand von Beschäftigung. Ich will nur eins. Wir haben 46 Millionen Erwerbstätige übrigens in Deutschland. So viel wie nie. Und wir haben das durch Krisenzeiten gebracht. Wir haben Kurzarbeit, übrigens Sozialstaat, Brücken gebaut. Das war Corona, ja. Ja, das hat mitgeholfen, dass Unternehmen Fachkräfte an Bord halten können. Das hat die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert. Mhm. Ich will nicht irgendwas schönreden, was schwierig ist. Aber ich möchte, dass wir uns nicht in Rage und Untergang reden. Dafür gibt es in dieser Volkswirtschaft keinen Grund. Okay, dann gehen wir ins Detail und gehen dahin, wo Sie was tun können. Also es wird gesagt, dass es zu viel Bürokratie und zu wenig Arbeitskräfte gibt. Mhm. Und bei den Arbeitskräften geht es ja darum, jeden in Arbeit zu bringen. Mhm. Und da gibt es die große Kritik der Opposition, aber eben auch der Wissenschaft, die sagen, die Anreize zu arbeiten sind bei einem gewissen Sozialhilfeniveau einfach zu klein. Ich zitiere jetzt mal Herrn Fuest wiederum, der hat ein Beispiel. Mhm. Er sagt, nehmen wir das Beispiel einer Familie mit 2 Kindern in einer Stadt mit hohen Mieten wie in München. Mhm. Wenn das Einkommen der Familie durch mehr Arbeiten einen Sprung macht von 3.000 auf 5.000 Euro
brutto im Monat, dann werden nicht nur Steuern und Sozialabgaben fällig, sondern es fallen auch die Sozialtransfers weg. Von diesen 2000 Euro mehr Verdienst im Brutto bleiben am Ende 32 Euro netto übrig. Und er sagt, da versteht jeder, dass sich Arbeiten nicht lohnt. Würden Sie für 32 Euro netto dann einfach sehr viel mehr Stunden arbeiten? Ja, aber Herr Füst, ich habe das ganz gelesen, was er gesagt hat, nicht nur dieses Zitat, weil er hat einen Punkt, über den will ich reden, aber der erste Befund des IFO, seines Instituts, ist, dass die ganze Debatte, dass sich Arbeit nicht lohnt, nicht stimmt. Arbeit macht einen Unterschied. Er sagt, man verdient immer mehr als jemand, der nur sozial, also Bürgergeld bekommt. Wollen wir erstmal festhalten. Aber er sagt, der Abstand zu denen, die dann im unteren Sektor sind und die dann möglicherweise Anreiz haben müssen, der ist eben zu gering. Und das ist sein Beispiel. Das ist der Grund, warum wir ein paar Dinge gemacht haben, damit sich Arbeit mehr lohnt. Aber erstmal macht Arbeit den Unterschied. Wir haben den Mindestlohn erhöht. 32 Euro in diesem Fall. Wir haben den Mindestlohn erhöht, wir haben die Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener gesenkt. Wir haben für fleißige Leute Wohngeld eingeführt, gerade in Ballungszentren, damit Arbeitnehmer auch über die Runden kommen können. Aber ich will der Debatte nicht ausweichen. Bitte. Die Debatte ist, was muss getan werden, damit Arbeit sich noch mehr lohnt. Ja. So, und da sind wir bei der Frage übrigens auch von Lohnabstand bei Löhnen. Ja. Ich will dafür sorgen, dass wir nicht nur den Mindestlohn weiterentwickeln. Der hat übrigens 6 Millionen Menschen aus dem Niedriglohnbereich ein Stück nach oben gebracht. Sondern wir müssen mehr Tarifbindung in Deutschland durchsetzen. Da, wo ein Tarifvertrag ist zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber, sind die Löhne besser als in anderen Bereichen. Wir machen das, indem wir noch in diesem Frühjahr ein Gesetz vorlegen werden, indem wir dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge des Bundes zum Beispiel nach Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Und das hilft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber es hilft nicht, und da hat Marinitsch vollkommen recht, und Herr Schreiber auch, Gruppen der Gesellschaft gegeneinander auszuspielen. Das tue ich aber nicht. Ich möchte Sie nicht, aber Friedrich Merz tut das. Gut, aber das ist ja Ihr Problem, der Merz. Nee, das war ja Ihr Thema. Aber trotzdem möchte man einfach dabei bleiben, das ist schon richtig, wenn Sie den Mindestlohn anheben, bleibt trotzdem für die, die dann eben aber auch eben zusätzlich soziale Leistungen bekommen, ein Mischmasch aus unterschiedlichen Möglichkeiten, die zu beziehen. Und die sind so schlecht aufeinander abgestimmt, dass eben sowas rauskommen kann. Wie wollen Sie dagegen vorgehen? Von 2000 Euro bleiben am Ende 32 netto. Ich will, dass wir auch da rangehen. Ein Stück haben wir schon gemacht. Wir haben zum Beispiel beim Bürgergeld dafür gesorgt, dass sich Arbeit mehr lohnt, indem wir Zuverdienstmöglichkeiten gemacht haben. Ja. Und wir werden diese Debatte auch weiterführen. Richtig ist aber, dass es ein Missverständnis ist, dass der Sozialstaat, die sozialen Sicherungssysteme, nur für bedürftige Menschen da sind. Sie sind auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da, die zum Beispiel in Sicherungssysteme eingezahlt haben. Und es ist am Ende auch eine Frage übrigens, was das in der Rente bedeutet an dieser Stelle. Also ich bin dafür, dass wir weiterarbeiten daran. Und die Antwort ist aber nicht, sozialen Transfer runterzurechnen. Das darf man übrigens bei der Grundsicherung nach Verfassungsgericht gar nicht. Es muss ein Existenzminimum da sein. Das ist klar. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass die unteren Bereiche sich in den Löhnen besser entwickeln. Wie gesagt, mit Mindestlohn und mit Tarifbindung. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere mittlere Einkommen stärker entlasten. Das ist mein Weg. Und die Hilfen ein bisschen besser aufeinander abstimmen, wollen Sie nicht? Ja, doch. Das habe ich ja gerade gesagt. Wir haben das IFO beispielsweise als Arbeitsministerium gebeten, uns Vorschläge zu machen. Die liegen jetzt vor, die besprechen wir in der Koalition. Ich will auch, dass wir daraus Realität machen. So, dann gibt es noch die Höhe des Bürgergelds, die ja eine grundsätzliche Kritik ist, auch aus der eigenen Partei. Also Herr Woidke zum Beispiel, Ministerpräsident in Brandenburg, findet, da geht es um die Erhöhung des Bürgergelds jetzt in diesem Januar um 12%. Der sagt, heute könnte man davon ausgehen, dass das ein strategischer Fehler war. Ich glaube, die Intention war, die Inflation vorwegzunehmen. Die nächsten Erhöhungen werden geringer sein. Vielleicht gibt es sogar eine Kürzung. Gehen Sie damit, dass es nächstes Jahr möglicherweise, weil die Inflation sich anders entwickelt, eine Kürzung gibt im Bürgergeld? Nein, erstens basiert bei aller Wertschätzung, ich bin mit ihm freundschaftlich verbunden, der erste Teil auf einem Missverständnis. Die Inflation, die im Bürgergeld abgebildet ist, in dieser deutlichen Erhöhung, die hat stattgefunden. Die ist nicht prognostiziert worden. Es waren Lebensmittelpreise in der ersten Jahreshälfte und Strompreise. Nun ist die Inflation jetzt aber niedriger. Genau, aber Inflation, ich habe gerade mit Herrn Steingart darüber gesprochen, Inflation niedriger heißt, dass die Preise nicht weiter steigen, aber sie sind gestiegen. So, jetzt geht die Inflation zurück. Und zwar sehr deutlich, und deshalb wird die nächste Bürgergelderhöhung wahrscheinlich ziemlich mickrig sein an dieser Stelle. Aber es wird eine Erhöhung sein? Das wissen wir, wenn die Zahlen des Statistischen Bundeslandes Kann es denn auch wieder eine Senkung geben?
Das ist nicht wahrscheinlich, weil die Inflation ja nicht so sein wird, dass sozusagen die Preise schrumpfen an dieser Stelle, sondern sie geht kräftig zurück. Ich will nur eins sagen, da bitte ich um Verständnis für, weil wir würfeln nicht irgendeine Bürgergelderhöhung, sondern es folgt einem Mechanismus, den auch das Bundesverfassungsgericht festgeschrieben hat. Wir müssen ein Existenzminimum absichern und dafür sorgen, dass Menschen über die Runden kommen. Ja. So, und jetzt sage ich nochmal, das ist nicht leicht erklärbar. Aber ich will auch klar machen, dass nicht nur die CDU und Herr Merz diesem Mechanismus ja zugestimmt hat im Bundestag. Friedrich Merz und seine Leute haben im Bundestag dem Mechanismus zugestimmt und dem Bürgergeld am Ende auch. Mhm. Und ich finde, wenn wir Dinge weiterentwickeln müssen, kann man das gerne miteinander diskutieren. Aber jetzt sozusagen auf Stimmungsmache zu machen, hilft keinem. Weder den bedürftigen Menschen noch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist mir sehr wichtig. Dann streichen wir die Stimmungsmache raus. Sie haben ja das Bürgergeld eingeführt und mit der Einführung ging ja auch einher, dass man Sanktionen in großem Stil jetzt erst einmal abgeschafft hat. Jetzt haben Sie im Grunde während der Spardiskussion gesagt, wir werden bestimmte Sanktionen wieder einführen. Und zwar geht es darum, dass Sie sagen, also wenn jemand wiederholt, mehrfach einen Job nicht annimmt, dann kann für den 2 Monate lang quasi der Bezug auf Null gesetzt werden. Mhm. Wie viele solche harten Jobverweigerer gibt es denn eigentlich? Sehr wenig. Wie viel denn etwa? Das werden wir in der Praxis sehen. Es gibt darüber keine Statistiken. Was schätzen Sie? Ich will Ihnen aber eins sagen, auch da ganz kurz, bitte ich um Ergänzung, weil in Ihrer Frage eine Prämisse war, die nicht stimmt. Das Bürgergeld war immer etwas, wo es Mitwirkungspflichten und auch Sanktionen gegeben hat. Okay. Die Wahrheit ist, und das bringt uns zu dieser Frage, die allermeisten brauchen das überhaupt nicht. Ganz genau. Wie viel sind es denn? Wir werden es sehen. Es ist eine ziemlich kleine Zahl von Menschen aus der Praxis. Ich werde nicht irgendwelche Prognosen machen, was das Ganze betrifft. Mir sagen die Praktiker, es gibt so hartnäckige Fälle. Wie viel etwa? Das sind nicht sehr viele. Lassen Sie es ein paar Tausend sein. Lassen Sie es ein paar Tausend sein an dieser Stelle. Also unter 10.000 etwa? Nein, ich werde jetzt keine Zahlenspielchen machen. Weder mit Herrn Lanz noch mit Ihnen. Nein, ich mache keine Spielchen. Ich will Ihnen nur den Zusammenhang deutlich machen. Ja, ich möchte aber auch... Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie Zahlen genannt haben. Ihr Haus hat Zahlen genannt. Ja, das sind Schätzungen. Sie haben gesagt, was Sie einsparen können, indem Sie jetzt eben über diese Sanktionen Menschen wieder in Arbeit bringen, beziehungsweise nicht in Arbeit bringen, sondern denen einfach die Bezüge kürzen. Und haben gesagt, da kriegen Sie 150 Millionen pro Jahr zusammen, die dann in das Säckel quasi wieder des Haushalts... Wenn Sie mich das erläutern ließen, könnte ich Ihnen die Frage beantworten. Wie kommen diese 150 Millionen? Zum einen, weil es nicht nur um die Fallzahlen geht, sondern um die generalpräventive Wirkung. Wir haben ja gerade eine Debatte erlebt, dass einige so tun, als könne man sich da zurücklehnen. Das ist nicht der Fall. Mir geht es um Folgendes. Ich will es nochmal deutlich sagen. Die allermeisten im Bürgergeld arbeiten verdammt mit. Übrigens 20% der Bürgergeldbeziehenden sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ergänzende Grundsicherung brauchen, um über die Runden zu kommen. Das sind alleinerziehende Frauen, wo der Lohn zu niedrig ist oder Teilzeit da ist. Ja. Und dann haben wir auch Menschen mit chronischen Erkrankungen. Aber wir haben diese Fälle in der Praxis, das sagen mir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Jobcentern, und jeder weiß, dass es das auch gibt. Ja. Und ich finde, dieses Signal zu setzen, deutlich zu machen, dass auch niemand auf die Idee kommt, sich da zurückzulehnen. Richtig, und auch das ist vom Verfassungsgericht gedeckt. Und deshalb finde ich dieses politische Signal richtig. Es wird uns auch helfen, die Summe auch hinzubekommen. Ob das exakt dieser Betrag ist, weil es eine Schätzung ist und es mit Verhalten von Menschen zu tun hat, was schwer zu prognostizieren ist, das kann Ihnen niemand auf Feller und Pfennig genau sagen. Nee, auf Feller und Pfennig nicht. Aber es gibt jemanden, der sich beschwert hat über die Art und Weise, wie Sie öffentlich eben über diese Jobverweigerer geredet haben. Das ist nämlich der Chef vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, Herr Schneider. Und der hat sich die Mühe gemacht und hat es wirklich mal nachgerechnet. Der hat gesagt, um 170 Millionen Euro im Jahr einzusparen, müssen etwa 150.000 Bürgergeldbeziehende entsprechend sanktioniert werden. So viele willentliche Verweigerer gibt es nicht. Und jetzt ist die Frage, wer macht denn mit dieser Art von Aussagen Stimmung? Ich habe noch mal deutlich gemacht, und das ist ja etwas gewesen, worauf wir uns auch verständigt haben miteinander, dass es nicht allein um die Fallzahlen geht. Ich schätze Ulrich Schneider sehr, aber an diesem Punkt sind wir einfach unterschiedlicher Meinung. Mhm. Sondern es geht um eine generalpräventive Wirkung eines Signals, auch an Verhalten von Menschen. Das verstehe ich nicht. Wenn das Sie sagen, es sind so wenige. Das ist ein bisschen komplex. Nee, ernsthaft, aber wenn Sie sagen, es sind so wenige, dann müssen Sie doch nicht alle abschrecken und kommen dann auf solche Zahlen. Ich bestreite diese Zahl. Ich habe vorhin gesagt, es geht nicht nur um die Fallzahlen derjenigen, bei denen solche Sanktionen verhängt wird. Es geht um eine Symbolik. Sondern es geht um das allgemeine Verhalten von Menschen. Und angesichts der Debatte, die wir haben, wo einige Menschen sozusagen einreden, dass es sich nicht lohnt zu arbeiten, was nicht stimmt, finde ich das in dieser Zeit richtig. Ich finde es übrigens auch ein richtiges Signal gegenüber den Menschen, die im Bürgergeldbezug sind, die mitwirken und die man mit dieser kleinen Zahl von Totalverweigerern nicht in einen Topf werfen darf. Das muss man sauber unterscheiden. Entweder ist die Zahl sehr klein, dann muss man
eigentlich gar nicht so wahnsinnig drüber reden. Oder aber sie ist größer, dann kriegen sie bei Herrn Lindner mehr raus. Und das werden wir sehen. Wenn ja. die dann zum ersten Mal dann rauskommen, ob es dann 150 Millionen sind oder ja. einfach, weil die Zahl so gering ist, sind es dann einfach sehr viel. Ich habe es versucht, Ihnen zu erklären. Aber ich habe es verstanden. Ja, ich habe es verstanden. Die Frage ist einfach, welches Signal man aussetzt, indem man sagt, wir sanktionieren jetzt die, die eben dann mehrfach den Job verweigern. Frage, und dann sind es ein paar Tausend. Aber die Frage ist, Frau Maischberger, gibt es diese Fälle oder nicht? Und wenn wir uns einig sind, dass es die gibt, dann ist es richtig, dieses Signal zu setzen. Und ich sage nochmal, dass die Sanktionsdebatte insgesamt sehr emotional ist und von beiden Seiten überschätzt wird. Das ging mir schon seit Jahren auf den Keks. Ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, wie die Debatte mir vorkommt. Die einen, das ist eher die Richtung von Herrn Merz, stellen alle Menschen im Bürgergeld unter einen Generalverdacht, dass sie zu faul sind zu arbeiten. Das ist nicht fair. Die anderen, auch Freunde von Herrn Schneider, die alle Sanktionen abschaffen wollen, tun so, als sei jede Mitwirkungspflicht ein Anschlag auf die Menschenwürde. Und Sie sind in diese Pole sind nicht in Ordnung. Und ich sage das nicht aus Jux und Dollerei, sondern das Ziel des Bürgergelds ist zweierlei. Erstens, Menschen, die in Not geraten sind, ihre Existenz abzusichern. Aber wichtiger ist, Menschen aus der Bedürftigkeit in Arbeit zu bringen. Und der wesentliche Punkt übrigens des Bürgergelds ist, dass Menschen einen Berufsabschluss nachholen können, weil 2/3 der Langzeitarbeitslosen deshalb arbeitslos sind, weil sie keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Ich will Menschen in Arbeit bringen, wo immer es geht, und sie nicht im Bürgergeld verwalten. Das ist vielleicht der Unterschied zu Herrn Schneider. Und wir werden dann am Ende sehen, ob dann 150 Millionen dabei rauskommen oder weniger. Eine nur ganz kurz zu beantwortende Frage, wenn man spart, spart man auch bei sich? Also es gibt diese schöne Statistik, also wie viele Stellen in den Ministerien dazugekommen sind. In Ihrem Ministerium waren es in den letzten 6 Jahren 28% mehr Stellen. Also ist es eine gute Idee, wenn man sagt, wir sparen überall, im Zweifel dann auch durch Sanktionen, im Bürgergeld. Korrekt wäre zu sagen, ja, wir werden auch keine Stellenaufwüchse in den nächsten Jahren haben. Okay. Wir haben tatsächlich, wenn man aber korrekt ist, nicht die Stellen alle im Ministerium, sondern zum Teil in Behörden, die zum Beispiel mithelfen, mit der Bundesagentur für Arbeit dafür zu sorgen. Aber ist da noch Luft nach oben bei diesen Zahlen? Ich bin immer dafür, dass man genau hinguckt an dieser Stelle. Aber auf der anderen Seite brauchen wir, wenn wir als Staat handlungsfähig sind, auch eine funktionierende Verwaltung. Und wir müssen auch einstellen, wenn beispielsweise wir auch eine Demografie im öffentlichen Dienst haben. Okay, kein gutes Beispiel erst einmal. Darf ich Ihnen noch ein paar Sätze zur Vervollständigung geben? Gerne. Dass die Grünen die Bezahlkarte für Flüchtlinge blockieren? Finde ich falsch. Ich will, dass wir das miteinander vereinbaren. Es ist genauso undramatisch, wie das vorhin beschrieben wurde. Dass das Sondervermögen Bundeswehr auf 300 Milliarden Euro erhöht werden sollte, ist ein Vorschlag. Es gibt aber auch andere Wege. Darauf hat der Verteidigungsminister hingezogen. Ein AfD-Verbotsverfahren? Halte ich nicht für vorrangig. Ich finde, wir müssen uns politisch mit denen auseinandersetzen. Das tun gerade Millionen von Bürgerinnen und Bürgern. Wenn Behörden, und dazu gibt es Sicherheitsbehörden genug Material auch zusammen haben, um ein Verbotsverfahren am Ende zu machen und unsere wehrhafte Demokratie das braucht, dann würden wir über sowas reden. Aber es ersetzt ja ohnehin nicht die politische Auseinandersetzung mit diesen Rechtsradikalen. Die Demos der letzten Wochen zeigen, die Anständigen werden lauter und das macht mir Mut. Übrigens ist die AfD auch stark auf TikTok. Darauf bezieht sich meine nächste Frage, dass ich anders als Kevin Kühnert nicht bei TikTok bin. Spricht weder gegen Kevin Kühnert noch gegen mich. Dass Ursula von der Leyen noch einmal EU-Kommissionspräsidentin werden will? Ist der Wunsch der CDU. Ich unterstütze Katharina Barley und unseren Spitzenkandidaten Nicolas Schmidt. Dass Boris Pistorius beliebter ist als Olaf Scholz? Ärgert niemanden. Ich freue mich über beide. Ich kenne Boris lange, wir sind beide Niedersachsen. Und dass die SPD mit ihm einen ausgezeichneten Verteidigungsminister hat, ist etwas, was den Kanzler besonders aufreut. Dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann morgen für einen Antrag der Union stimmen will im Bundestag? Hat wahrscheinlich viel mit Wahlkampf zu tun. Die ist Spitzenkandidatin für die Europawahl der FDP. Sie nehmen mir nicht ab, dass Sie da einen Grund für haben? Nein, ich finde, also man kann auch anders sozusagen politische Positionen, das macht sie auch bei Ihnen in Talkshows, so Protokoll geben. In der Koalition gibt es andere Umgangsweisen miteinander, aber das muss sie mit sich selbst ausmachen. Apropos Umgangsweisen, Sie sind seit 1998 im Bundestag, haben da einiges erlebt und sitzen eben als Arbeits- und Sozialminister nach der Großen Koalition jetzt in dieser Konstellation. Ja. Können Sie sich eigentlich an eine Regierung erinnern,
die öffentlich so viel gezankt hat wie diese hier? Ja, an die schwarz-gelbe Regierung, die haben wir alle verdrängt. Gurkentruppe und Wildsäue war noch schlimmer, fand ich. Das gegen die FDP, gegen die CSU. Ich kann mich aber auch erinnern, also Sie haben recht, ich bin der letzte lebende Zeitzeuge aus der Vorgängerregierung im selben Amt. Ja. Ich weiß, was da funktioniert hat. Ich weiß, dass das größte Problem der GroKo damals war, dass die CDU damals gar nichts mehr wollte, nicht mehr was Schlechtes. Und was ist das größte Problem der Ampel heute? Ich glaube, dass wir ein externes Problem haben. Wir ja wirklich eine Regierung sind, die vor riesige Aufgaben gestellt sind. Sie werden ja nachher noch über den russischen Angriffskrieg und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen reden. Das ist nicht so, dass wir auf einer Insel sind. Aber ich gebe zu, dass ich auch lieber, und das ist mein Stil, glaube ich, bei den Projekten, die ich auch durchgesetzt habe, Einwanderungsgesetz zum Beispiel, Aus- und Weiterbildungsgesetz, es anders gehandhabt habe. Ich habe in der Koalition verhandelt. Und wir haben das geschafft ohne öffentliches Gezank. Es gab am Ende Ergebnisse. Das wünsche ich mir auch. Und so werde ich auch weiterarbeiten. Mhm. Andere, finde ich, sollten das auch machen, weil es nützt ja niemandem, sich so zu benehmen wie in den letzten Monaten einige. Das sind die Worte, die wir immer hören. Wir hoffen diesmal. Nein, ich will nicht sagen. Das ist so. Nein, ich will aber sagen, ich bin ja nicht der Erziehungsberechtigte von anderen. Aber Herr Scholz übrigens aber vorhin, ist es als Kanzler. Ist auch nicht der Erziehungsberechtigte, der Bundeskanzler. Aber er hat die Möglichkeit, das zu tun, was er gesagt hat, nämlich wer Führung bestellt, der kriegt sie auch. Die kriegt er auch, aber ich kann Ihnen eins sagen, wenn Ampel einfach wäre, hätte Angela Merkel ja Jamaika zustande gebracht. Ich glaube, es lag nicht an ihr. Ja, aber einfach, also sie hat es nicht zustande gebracht, erinnere ich mich. Ne? Es lag, glaube ich, an der FDP. Da sagen die einen so oder so, aber das ist ja Geschichte. Okay, also Sie geloben Besserung. Ich habe eine tiefe Überzeugung, diese Regierung muss nicht nur irgendwie halten. Nein, sie muss. Sondern die muss ihre Pflicht tun. Darum geht's doch. Wir sind doch nicht in diesem Amt, um da irgendwie zu sitzen. Und das meine ich jetzt mit Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist, ich will es Ihnen konkreter sagen, dass wir zum Beispiel die Fachkräftesicherung hinbekommen. Das ist ein ernsthaftes Thema, denn das wird zur Wachstumsbremse. Ich will nicht, dass wir Rüstung gegen Rente ausspielen, weil das übrigens den sozialen Zusammenhalt so bedroht, dass der Rückhalt für die notwendige Außensicherheitspolitik mit Sarah Wagenknecht kaputt gemacht wird in diesem Land. Und dann muss eine Ampel, das ist das, was ich auch im Kabinett sage, ihre Arbeit machen, darf sich nicht jeden Tag so benehmen wie einige. Aber ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen gemacht. Und man muss eins lernen in der Politik, auch in jeder Koalition. Mhm. Kompromiss ist in der Demokratie kein Schimpfwort, ist die Grundlage für Fortschritt. Und so arbeite ich auch und das will ich auch an dieser Stelle. Sie merken, ich ärgere mich auch über ein paar Sachen. Offensichtlich, aber ich will meine Pflicht tun. Das ist vielleicht ein bisschen, klingt altpreußisch, aber ist das, was das Land braucht. Wir nehmen Sie dann beim Wort und schauen, wie der Streit weitergeht. Ich hätte eine letzte Satzergänzung für Sie. Eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine, finde ich. Kann ich nicht zu Ende beurteilen. Mhm. Ich vertraue aber dem Kanzler und will darauf hinweisen, dass Deutschland gegen alle Gerüchte in Europa wirklich das Land ist, was die Ukraine am meisten unterstützt. Und wer es nicht glaubt, muss die Worte von Präsident Zelensky vor einigen Tagen gehört haben. Vielen Dank. Hubertus Heil, bis hierher. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke.